Die Konjunktur bricht weltweit ein und die Zentralbanken pumpen Geld in den Markt wie noch niemals zuvor. Das ist natürlich ein klassisches Kaufargument für Gold. Und fast alle Anleger und fast alle Analysten, die sehen das auch so. Die Frage ist nur, kann man es vielleicht auch ganz anders sehen? Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um eine der wichtigsten Geldanlagen überhaupt, nämlich um Gold. Und wenn Sie den Zukunftsmärkte-Kanal hier so verfolgt haben in letzter Zeit, dann wissen Sie, dass ich mich mit Gold viel beschäftigt habe dieses Jahr und letztes Jahr. Mit Gold, mit Goldaktien, mit dem Goldstandard, mit goldgedeckten Währungen, mit Übernahmen im Goldsektor und. Also Gold war hier immer ein Thema und bleibt hier auch ein Thema. Und das Letzte, was Sie zu Gold bekommen haben oder gehört haben von uns, das war vor 2 Wochen unser Zukunftsmärkte-Report. Der hat den provokanten Titel gehabt: Gold kommt jetzt die brutale Korrektur? Fragezeichen. Und dieser Report von uns, der ist, naja, ich sag mal, der kam jetzt nicht bei allen Lesern gut an. Der ist also mit gemischten Reaktionen beurteilt worden, anders als wir das sonst gewohnt sind, selbstverständlich. Und unsere Zukunftsmärkte-Reports im Übrigen, die kann jeder bekommen, sind auch gratis, ist also eine kostenlose Informationsquelle, die jeder nutzen kann. Was Sie dafür machen müssen, ist sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und zu dem Thema, das da diese Woche behandelt wird im Zukunftsmärkte-Report, da komme ich nachher dann gleich nochmal. Okay, aber wie gesagt, also der letzte Report von uns, der ist kontrovers beurteilt worden. Und jetzt weiß man natürlich, es gibt Goldfans, die verstehen da eben keinen Spaß. Also wenn Sie zu denen sagen, dass Gold auch mal fallen kann, dann ist das Hochverrat. Auf der anderen Seite wissen Sie ja auch und kennen mich ja auch, Sie wissen, dass ich Gold und auch Goldaktien grundsätzlich positiv sehe. Das habe ich ja auch oft gesagt hier schon. Und ich habe darum jetzt hier auch nochmal eben ein Video gemacht, wo ich meinen Standpunkt darlege zu Gold, auch auf die Gefahr hin, mich vielleicht zu wiederholen. Wie ist die Lage? Die kennt eigentlich jeder. Wir sind in einer schweren globalen Wirtschaftskrise. Die Staaten reagieren mit riesigen Hilfsprogrammen. Die Notenbanken versuchen, das Geldmengenwachstum anzutreiben. Und das in einem noch nie dagewesenen Umfang. Also man schätzt, dass die Käufe von Anleihen und anderen Assets am Markt durch die Notenbanken jetzt schon bei mehr als dem Dreifachen liegen im Vergleich zu dem Rekordwert vorher. Das war im Jahr 2016 und zwar damals schon viel. Und jetzt sind wir aber schon beim 3,2-fachen dieser Ankäufe. Und keiner weiß, wo das noch endet natürlich. Die Folge davon kann eben auch sein, steigende Inflation irgendwann mal und eine Aufweichung des Geldwerts. Und wie schützt man sich davor? Klassischerweise mit Gold. Das ist die Sicht der Dinge, die aber auch fast jeder hat zurzeit. Und genau das könnte ein Problem sein. Das Sentiment für Gold, das ist zurzeit extrem positiv. Wenn Sie sich umsehen in der Presse oder auch hier bei YouTube, es sind alle wahnsinnig optimistisch für Gold. Aus den genannten triftigen Gründen natürlich. Aber wir wissen auch, wenn alle das Gleiche sagen und das Gleiche denken und das Gleiche tun, dann ist es eigentlich ein Warnsignal. Und ich versuche schon seit einiger Zeit irgendwen mal zu finden, der momentan kein Goldbulle ist, sondern der vielleicht auch mal sagen würde, Gold jetzt verkaufen. Aber Goldbären, die sind so gut wie nicht zu finden momentan. Also was man noch findet, sind die hier vielleicht, die Haribo-Goldbären. Aber ansonsten, der Goldbär ist momentan eine ganz seltene Spezies. Und dieser starke Optimismus, den haben wir natürlich schon seit ein paar Monaten. Wir haben ihn, seit bekannt ist, was die Folgen der Coronavirenkrise sind.
und was das für Folgen für die Geldpolitik hat. Mein letztes Video dazu war vom 27. April. Da ging es darum, die Bank of America hat für Gold ein Kursziel aufgerufen von 3000 Dollar, was ja nochmal ein riesiger Anstieg gewesen wäre. Ich war damals schon skeptisch und das Interessante ist eben auch, dass Gold seitdem nicht mehr großartig gestiegen ist. Also vielleicht jetzt nochmal um 1% oder so. Es ist was ganz anderes gestiegen, nämlich die Aktienmärkte. Der Dow Jones, der liegt seit diesem Video 8% im Plus, der DAX liegt fast 16% im Plus. Die Aktienmärkte steigen also weiter, trotz der Krise, und das sehr wahrscheinlich natürlich wegen der Hilfsprogramme und wegen dieser aggressiven Notenbankenpolitik. Nur diese aggressive Notenbankenpolitik, die hätte natürlich den Goldpreis erst recht steigen lassen müssen, hat sie aber nicht mehr. Wie wir hier sehen, im 5-Jahres-Chart in US-Dollar, Gold ist jetzt zwar auch nicht gefallen in letzter Zeit, aber es stagniert jetzt nur noch auf hohem Niveau. Und was auch noch dazu kommt, also es ist ja auch vorher jetzt nicht so unglaublich stark gestiegen, also nicht in den Monaten vorher. Der letzte Anstieg hier, das sieht zwar nochmal ganz beeindruckend aus, aber man muss sich vor Augen halten, die gesamte Corona-Krise hat dem Goldpreis nur noch einen Anstieg gebracht von ungefähr so 10%, nicht mehr. Und das bei einer Ausweitung der Asset-Käufe der Notenbanken um mehr als das Dreifache. Eine solche Situation, also schwere Wirtschaftskrise, Unsicherheit, eine aggressive Geldpolitik und gleichzeitig eine enorm gute Stimmung für Gold und trotzdem steigt Gold nicht mehr. An was erinnert uns das? Es erinnert uns natürlich an das Jahr 2011. Das ist Gold die letzten 10 Jahre. 2011, wir erinnern uns, Finanzkrise, kaum vorbei, eigentlich nicht wirklich vorbei. Die Euro-Krise geht gerade erst los und man ist als Anleger konfrontiert zum ersten Mal mit einer Geldpolitik, die jede Vorstellungskraft sprengt und die immer noch aggressiver wird. Gold ist schon stark gestiegen im Vorfeld natürlich, das Sentiment für Gold ist auch sehr gut, genauso wie jetzt. Und das ja auch zu Recht damals. Also wenn es einen Zeitpunkt gegeben hat, wo jeder vernünftige Mensch gesagt hat, jetzt muss man aber wirklich mal Gold kaufen, dann war das natürlich so zu dieser Zeit und war ja auch völlig klar. Es war ja auch überhaupt nicht abzusehen damals, was da noch kommt. Aber es ist natürlich ganz anders gekommen. Also Gold ist dann nicht auf 20.000 oder 30.000 Dollar gestiegen, so wie sich das viele erhofft haben, sondern das Hoch war eben schon im Sommer 2011. Und danach hat der Goldpreis stagniert und ab 2012, Herbst 2012, da ging es dann richtig runter. Eine jahrelange scharfe Korrektur, obwohl ja die Notenbanken die Anleihekäufe danach nicht zurückgefahren haben, sondern sie haben sie ja jahrelang noch ausgeweitet. Und in der Eurozone, da ist es da ja erst richtig losgegangen damals. Den Chart kennen Sie jetzt schon von mir. Da geht es um die berühmte Rede von Mario Draghi, whatever it takes, die diese extrem expansive Geldpolitik in der Eurozone ja erst eingeleitet hat. Und das war erst im Juli 2012 und hat dem Goldpreis aber trotzdem auch nicht mehr geholfen oder nur ganz kurz geholfen, ein paar Monate lang. Und dann ging es trotzdem wieder runter. Und ich kann mich gut dran erinnern, wenn Sie sich damals mit Goldfans unterhalten haben, das war ein Riesengeschrei. Also mehr oder weniger, die Märkte spinnen, das kann alles nicht sein, der Goldpreis ist manipuliert. Ja, klar ist er manipuliert, wenn er fällt, aber wenn er steigt, dann hört man das eher weniger, so wie es in den letzten Jahren war. Und was natürlich teilweise auch sehr unangenehm war, also viele Goldfans haben natürlich auf diesen Totalzusammenbruch irgendwie gesetzt und waren dann ja auch wirklich regelrecht enttäuscht, dass der nicht gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen klar, dass man als Goldkäufer damals dann von der Kursentwicklung enttäuscht war, ist schon nachvollziehbar. Aber was viele eben nicht gesehen haben damals, dass Gold eben vorher schon stark gestiegen ist,
Dann, dass die Inflation eben dann nicht so stark war, wie man befürchtet hat, also die Verbraucherpreisinflation wohlgemerkt. Und dass eben die allgemeine Zuversicht irgendwann mal wieder gestiegen ist, zumindest in den USA. Und wie ich hier schon oft gesagt habe, für einen Goldpreis ist es sehr entscheidend, was in den USA passiert und weniger im Rest der Welt. Und dadurch hat man dann eben das Interesse wieder verloren an Gold und ist eher wieder in Aktien gegangen oder andere Sachwerte. Und das, wie gesagt, obwohl die Notenbanken ihre Assetkäufe jahrelang noch ausgeweitet haben. Es kommt aber noch besser. Das hier ist der US-Leitzins. Jetzt sind wir wieder bei 0 bis 0,25%. Aber schauen Sie mal drauf, was vorher war. Anfang 2016 hat man die Geldpolitik normalisiert. Also keine Anleihekäufe mehr und die Fed hat auch den Leitzins wieder angehoben. Und das hat sie ja auch fast 3 Jahre lang gemacht. Das Spannende an der ganzen Sache ist, normalerweise müsste man sagen, das ist jetzt der Punkt, da hätte Gold fallen müssen, da hätten alle verkaufen müssen. Anfang 2016. Aber es war genau umgekehrt. Gold ist schon vorher gefallen, mehr als 4 Jahre lang. Und in dem Moment, in dem die Fed die Geldpolitik nicht mehr lockert, sondern strafft, da beginnt die Erholung. Da geht es plötzlich wieder aufwärts. Und damit muss eigentlich jedem klar sein, die Geldpolitik, die Offenmarktpolitik der Notenbanken und die Versuche, die Geldmenge auszuweiten, das alles ist nicht der entscheidende Faktor dafür, ob der Goldpreis steigt oder nicht. Es ist allenfalls ein Faktor von vielen Faktoren. Und in den letzten 10 Jahren war die Prognosekraft dieses Faktors bei 0, könnte man sagen. Und darum ist es wirklich nicht ungefährlich, wenn jetzt wieder alle Anleger und Analysten sagen, ja, die Notenbanken drucken ganz viel Geld, also jetzt Gold kaufen. Es gibt eben auch viele, viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Also wie entwickelt sich die Inflation? Wo ist die Inflation relativ zum Realzins? Wie ist die Stimmung allgemein? Wie ist das Angstniveau am Markt? Und so weiter und so weiter. All diese Dinge sind wichtig. Meiner Meinung nach muss sich eben jeder Anleger momentan darüber im Klaren sein, dass ein weiterer starker Anstieg von Gold nicht gottgegeben ist, trotz der Notenbanken. Und zwar eben auch darum, weil zurzeit fast alle sagen, Gold ist ein Selbstläufer, Gold ist ein No-Brainer, Gold steigt jetzt automatisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das positive Sentiment, das wir haben, jetzt den Goldpreis noch stützt und noch ein bisschen nach oben bringt. Aber irgendwann, in 1 Jahr vielleicht, auch 2 Jahren spätestens dann, da halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir beim Goldpreis eine Korrektur haben werden. Und zwar möglicherweise auch eine sehr scharfe Korrektur. Ich bin trotzdem dafür, dass man Gold hat. Es sind immer andere Szenarien denkbar, es kann immer anders kommen als so, wie man die Lage momentan sieht. Die Krise aktuell kann sich nochmal verstärken, es kann neue Krisen geben in ein paar Jahren und insbesondere auch, und das ist eigentlich mein persönliches Langfristszenario, mein schon oft erwähntes persönliches Langfristszenario, es ist möglich, dass auch dann, wenn alles gut geht in den nächsten Jahren, dass auch dann die reichen Länder und ihre Notenbanken, dass es ihnen nicht mehr gelingen wird, sich aus ihrer Abhängigkeit von dem billigen Geld, das man jetzt jahrelang hatte, wirklich nachhaltig zu befreien. Zumindest zu befreien in einer adäquaten Weise, die sich mit der Geldwertstabilität deckt. Darum kann man meiner Meinung nach auch Gold kaufen oder soll Gold kaufen oder haben. Man kann auch Goldaktien haben. Man sollte nur jetzt vielleicht nicht in die Vollen gehen, sondern einfach auch die Risiken im Blick haben, so wie man das überall tun muss. Gerade weil wir eben momentan in einer euphorischen Situation sind. Die Euphorie für Gold ist sehr hoch. Gut, und damit jetzt noch der Hinweis, wie eingangs erwähnt, zum Zukunftsmärkte-Report kurz. Das Thema vom nächsten Zukunftsmärkte-Report diese Woche, das ist die Aktie von Baidu, die ja auch gerne Chinas Google genannt wird. Und es geht konkret darum, welche Fortschritte hat Baidu gemacht beim autonomen Fahren.
Baidu strebt da ja in China die führende Position an. Ist meiner Meinung nach ein ganz spannendes Thema. Und dieser Report, der geht eben morgen raus. Also melden Sie sich möglichst schnell an, sofern Sie das noch nicht gemacht haben. Und wie gesagt, die Reports von uns sind gratis und die bleiben auch gratis. Und der Anmeldelink ist hier unter dem Beitrag. In diesem Sinne, wir behalten alles im Auge. Machen Sie es gut, vielleicht bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuschauen.